Dennison wird den Kampf gewinnen. Ich vermute sogar durch K.O. Willkommen zurück auf Boxing Arts und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Leute, es nimmt kein Ende, ganz im Gegenteil, es geht sogar richtig weiter, und zwar das YouTuber-Boxen. In knapp 3 Wochen werden wieder die Fäuste bei Universum Boxing fliegen, und zwar zwischen 2 YouTubern und 2 Rappern. Und zwar werden dort Dennison und Khan Yavi gegeneinander boxen. Die beiden YouTuber sind dafür eher bekannt, dass sie so Comedy machen, ein bisschen Entertainment, ein bisschen Reaction-Videos, aber diesmal soll es um was anderes gehen, und zwar wollen sie sich wirklich im Ring messen, wer der Bessere ist. Und wir wollen mal heute so ein richtig analytisches Video daraus machen. Und zwar möchte ich gerne Punkte verteilen und Dennison und Khan nebeneinander vergleichen. Und zwar möchte ich auf die Dinge eingehen. Erstens, Schlagtechnik. Wer von den beiden hat die bessere Schlagtechnik? Zweitens, auf die Deckungsarbeit. Das heißt also, wer hat die bessere Verteidigung? Der dritte Punkt, worauf ich eingehen möchte, ist die Explosivität. Nummer 4 wird sein Ausdauer. Und der 5. und wichtigste Punkt von allen ist die Psyche. Wer ist psychisch stärker im Ring? Kommen wir einmal zu den Grundregeln, bevor wir mit der Analyse starten. Und zwar, wie wird geboxt? Geboxt wird 6 Runden, a 3 Minuten mit 1 Minute Pause dazwischen. Geboxt wird ohne Kopfschutz. Geboxt wird mit 10 Unsen Handschuhen, das heißt die wirklich kleinen Handschuhe. Das kann schon mal wehtun, wenn man richtig gut getroffen wird. Das heißt also, es sind schon echt gute, ordentliche Runden. Also spielt es keine Rolle, ob das beide jetzt YouTuber sind oder nicht. Die werden trotzdem so behandelt wie ja, Profis und kämpfen auch unter diesen Regeln. Kurz zu Dennison, er ist 73 Kilo momentan schwer und hat eine Größe von 1,85. Das heißt, er ist ein langer Typ, er ist ein drahtiger Typ, ist ein bisschen dünnerer, ne? Aber er ist echt groß. Das kann zum Vorteil werden, wenn er seine Vorteile mit einspielt. Außerdem trainiert Dennison Muay Thai. Das hat man gut gesehen in den Sparings und so, dass er wirklich gute Kicks drauf hat. Und wie lange er jetzt trainiert, kann ich nicht genau sagen. Er selber sagte in der Pressekonferenz, dass er seit 3 Monaten trainiert. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, der trainiert auf jeden Fall schon länger. Man sieht das schon. Ja, das waren die Sachen zu Dennison. Jetzt kommen wir aber zu Khan Yavi. Khan Yavi wiegt 86 Kilo im Moment und hat eine Größe ungefähr von 1,81, 1,80. Also ein Stückchen kleiner als Dennison. Ist aber auf jeden Fall massiger. Er selber trainiert auch schon ein bisschen. MMA und Ringen kann er wohl gut. Aber ist aber selber jetzt überhaupt nicht im Training gewesen, weil er jetzt Ramadan gemacht hat, 1 Monat lang durchgezogen hat. Das heißt, er fängt jetzt erst an mit dem Training und hat knapp 20 Tage noch Zeit, um sich wirklich fit zu machen. Ist schon ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, aber hoffen wir, er holt das Beste daraus. Kommen wir jetzt aber zu den 5 Punkten, die ich vorher genannt habe, und ich werde das immer so nach einem Punktesystem machen, je nachdem, wer besser ist, je nachdem, wer gewonnen hat, kriegt einen Punkt, und am Ende gucken wir dann, wer mit der Punktzahl führt. Fangen wir zuerst an mit der Schlagtechnik. Bei Dennison können wir ganz genau sehen, er trifft richtig ordentlich, er dreht die Fäuste gut rein, die Schlaghand, sowie aber auch seinen linken Haken schlägt er richtig gut. Und man muss ihm auch ganz klar sagen, auch wenn das im Kampf gegen Khan nicht so eine große Rolle spielt, muss man wirklich sagen, dass Dennison auch verdammt gute Kicks drauf hat. Also wirklich Respekt, man sieht ganz klar, wenn er gleich schlägt und wenn er die Kicks rausbringt, dass es auf jeden Fall mit Erfahrung verbunden ist. Vergleichen wir das Ganze nun mit Khan, können wir ganz genau sehen, dass Khan eher die Schläge nach vorne wirft, anstatt sie wirklich zu stechen und stechend nach vorne zu schlagen. Sowohl die Geraden als auch die Haken kommen eher als geworfene Schläge. Das heißt also, die Geraden werden nach vorne geworfen und die Haken sind eher so eine, ja, Schwinger. Und da ist nicht viel Power dahinter, um ehrlich zu sein. Ich würde auf jeden Fall sagen, dieser Punkt geht eindeutig an Dennison. Das heißt 1:0 für Dennison. Kommen wir zu Punkt Nummer 2, und das ist die Verteidigung. Bei Dennison können wir ganz genau sehen, wenn er angegriffen wird, hat er eine stabile Doppeldeckung, die wird auch nicht runtergerissen oder so, sondern er bleibt standhaft. Noch dazu hat er zwischendurch auch wirklich gute Mindbewegungen gezeigt, sodass er auch den Schlägen ja, ausweichen kann und auch dementsprechend dann kontern kann, den Gegner. Vergleichen wir das Ganze nur mit Khan, können wir ganz genau sehen, Khan hat zwar eine Deckung, die hält er oben, ist aber eher zum Körper komplett offen. Und vor allem, das Wichtigste ist, wenn er getroffen wird, dann hat er nicht seine Hände komplett am Gesicht zwischendurch, sondern auch mal einfach vor dem Gesicht, sodass er dann, wenn er dann da drauf getroffen wird, sich mit seinen eigenen Händen schlagen würde. Und das ist der Anfängerfehler Nummer 1, das sollte man niemals machen und unbedingt da die Hände immer komplett an den Kopf dran lassen, das ist extrem wichtig. Auch wenn er die Schläge zum Beispiel bringt, hat er sie meistens nach dem Schlag die Hand nicht direkt zum Gesicht gezogen, sondern eher so nach unten hängen lassen und dann wieder hoch. Und das ist auch so ein Punkt, wo man, wenn man das sieht, auch von einem erfahrenen Kämpfer ausgenutzt werden kann und da voll gekontert werden könnte. Das heißt, auch in puncto Verteidigung und Mike-Bewegungen sehe ich ganz klar Dennison vorne. Das heißt, Dennison kriegt noch einen Punkt und liegt mit 2:0 vorne. Kommen wir zum 3. Punkt, die Explosivität. Extrem wichtig, dass ein Kämpfer auch explosiv sein muss,
weil es bringt dir nichts, wenn du einfach nur zu langsam bist, weil dein Gegner dann sonst die Schläge kommen sieht und bevor du ihn überhaupt getroffen hast. Das heißt, Explosivität bei Dennison gucken wir uns an. Dennison auf jeden Fall explosiv. Ne, er ist jetzt, er wartet zum Beispiel, lässt sich auf die Deckung hauen und wenn er dann sieht, okay, ich kann jetzt angreifen, dann greift er auch sofort an mit seinen explosiven Kicks und so, die dreht er richtig ordentlich rein. Das heißt, da ist schon ordentlich Wucht dahinter. Bei den Schlägen, also mit den Händen, sage ich jetzt mal, ist eher weniger Explosivität drin, aber nichtsdestotrotz reagiert er trotzdem schnell darauf. Wenn wir jetzt Khan dazu vergleichen, sieht er im ersten Moment auch wirklich explosiver aus. Das heißt, ich glaube auch wirklich, dass Khan explosiver ist. Das Problem ist allerdings nur, dass er so ein bisschen Respekt vor den Schlägen hat und er so auch die Emotionen mit ihm durchkochen. Das heißt also, er hat seine Emotionen nicht unter Kontrolle und handelt in dem Moment ja, wie so ein tollwütiger Pitbull, muss man sagen. Schaum aus dem Mund und greift kurz an und dann ist die Puste weg, ohne zu atmen, ohne gar nichts. Und ich glaube aber, wenn er das richtig macht, ist er der explosivere Typ. Und ich denke, dieser Punkt geht an Khan. Wenn er aber auch wirklich die Technik verbessert, sodass er auch diese Explosivität zum Vorteil nutzen kann. Das heißt, der aktuelle Punktestand 2:1 für Dennison. Kommen wir zu dem vierten Punkt und das ist die Ausdauer. Die beste Technik wird dir nichts bringen, wenn du keine Ausdauer hast, weil du sie einfach nicht abrufen wirst. Und in puncto Ausdauer muss man sagen, dass Dennison auf jeden Fall richtig gute Ausdauer hat. Der macht länger Sparring, der macht gegen große Leute Sparring, der steckt ordentlich ein und auch das Einstecken kostet schon viel Kraft und Ausdauer. Und trotzdem noch weiterzumachen, wenn man Schläge einsteckt, jeder, der das schon mal gemacht hat im Sparring, der weiß ganz genau, wie viel Puste man da wirklich braucht. Und der hat schon gut ein paar Runden durchgezogen, obwohl er auch zwischendurch gute Treffer kassiert hat. Außerdem hat er auch noch die Kicks mit einbezogen und so weiter, muss auf viele Sachen achten. Das heißt, Dennison hat auf jeden Fall gute Kondition. Und bei Khan im Vergleich muss man sagen, ganz ehrlich, da ist die Ausdauer gleich null. Gut, er hat jetzt Ramadan gefastet, einen Monat lang und er muss sich jetzt anfangen, darauf vorzubereiten für den Kampf. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so eigentlich klar, dass man nicht großartig viel Fortschritt in den nächsten zwei, drei Wochen so erreichen wird. Das ist leider einfach so. Er selber hat das auch offen und ehrlich in der Pressekonferenz zugegeben, dass er eher so darauf hofft, dass er den K.O.-Schlag sucht. Deswegen geht dieser Punkt Ausdauer auf jeden Fall an Dennison. Das heißt, Punktestand 3:1 für Dennison. Kommen wir zu dem fünften und letzten Punkt, die Psyche. Das Wichtigste überhaupt an einem Kämpfer ist die Psyche. Wenn du psychisch stark bist, dann kannst du viele Dinge im Ring auch umsetzen. Wenn du keine starke Psyche hast, wenn du Angst hast und so, dann wird das schwierig sein. Und da sieht man bei Dennison auf jeden Fall, dass er eine starke Psyche hat. Warum? Weil er steckt ein und macht aber trotzdem weiter. Er hat eine stabile Doppeldeckung, er kassiert auf die Deckung oder aber auch wirklich direkt zum Kopf, wo sein Kopf nach hinten fliegt und bleibt aber trotzdem standhaft und zeigt sich dominant. Er ist präsent, er ist da. Seine Körpersprache zeigt, er ist immer noch da und ist nicht weg. Und man muss aber auch ganz klar sagen, dass er auch gegen einen 110 Kilo schweren Typen auch Sparring gemacht hat. Und der Typ hat auch wirklich Erfahrung, man sieht das auch, und haut aber auch ordentlich rein. Und selbst von dem hat er ein paar kassiert und hat immer noch weitergemacht und ist standhaft geblieben. Wenn wir jetzt Khan Yavi dazu vergleichen, Khan Yavi hat in seinem Sparring gegen Felix Sturm und aber auch gegen Kerim Engizek gezeigt, dass er wirklich keine Ausdauer hat und aber auch eher so diese Ängste hat, ne? Dass man sieht, dass die Hände nicht direkt am Gesicht sind, sondern so, wenn er getroffen wird, dass er wegguckt und wenn er ja, getroffen wird, dass er dann auch die Augen zumacht und sich schnell wegduckt und so wegdreht. Und das zeigt so eher, dass er ein bisschen Angst hat, aus Angst heraus boxt. Auch wenn er zum Beispiel die Schläge bringt, dann hat er auch seinen Kopf nicht vorne, sondern hält so das Kinn nach oben. Das ist ein klassisches Merkmal dafür, wenn man mit Angst zum Ziel treffen möchte, wo man sich sagt so, okay, ich will jetzt schlagen, aber Hauptsache, ich hoffe, ich werde nicht getroffen dabei, so auf den. Und da sieht man ganz klar, dass da noch ein bisschen die Ängste bei ihm spielen und das muss er unbedingt wegbekommen. Und demnach kann ich sagen, Dennison hat auch diesen Punkt für sich gewonnen. Das heißt, wir haben einen Endstand von 4:1 für Dennison. Was ist jetzt mein Fazit und was ist meine Prognose zu dem Kampf? Ich denke auch, dass Dennison diesen Kampf gewinnen wird und zwar auch mit Leichtigkeit gewinnen wird. Ich vermute sogar, dass Khan Yavi K.O. gehen wird, um ehrlich zu sein, weil er einfach zu wenig Ausdauer haben wird, leider. Dennison wird den Kampf gewinnen, ich vermute sogar durch K.O. Und ich vermute, dass die Ausdauer von Khan nach spätestens 2 Runden alle sein wird. Und dann gibt es ja aber noch 4 weitere Runden und ich glaube, dann wird Dennison kommen und ihn dann richtig, richtig permanent bearbeiten, Druck machen. Dann werden wir sehen, was passiert. Schreibt mal eure Meinung, wer den Kampf gewinnen wird, unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten, falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch dafür. Abonniere unbedingt den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch keine weiteren Videos mehr verpasst.
und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.